Ich sagte ja eigentlich bei unserem Race im ersten Part direkt, dass eigentlich ein anderes Video hätte als erstes Projekt kommen sollen, was wir also allerdings damals auf den Lunatic Noobs noch nicht freigeschaltet hatten, weil wir einfach Probleme hatten, dieses Projekt aufzunehmen. Grund war der Delay bei dem SNES-Emulator, den wir hatten. Und bei Jump'n'Runs ist das mitunter ein riesiger Nachteil, wenn du so ein Delay hast. Allerdings habe ich mir gedacht, will ich euch die ersten vier Parts nicht vorenthalten. Und, naja, ein weiteres Best-of eines unveröffentlichten Projekts. Unveröffentlichten Projekts. Ich muss Deutsch lernen. Viel Spaß! Gang, Boris. Ein Player natürlich. Genau, ein Player. Bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall seht ihr den Fail-Counter. Links für mich, rechts für den Red Cube. Ganz wichtig, links ist die niedrigere Zahl. Jetzt schon. Ja, genau. Welcome! Das ist das Dinosaurierland. In diesem komischen Land ist Prinzessin Toadstool mal wieder, wird Prinzessin Toadstool mal wieder vermisst. Es sieht aus, als wäre Bowser. Guck mal hier, ne, der... Ich muss ein bisschen angeben, es tut mir leid, wir sind hier in meinem Element. Irgendwann kommen wir auch mal in dein Element. Die Frage ist jetzt, machst du das rechte Level oder machst du den Switch? Switch! Switch! Nee. Oh, Ecker, sie sind raus! Das tut mir im Herzen weh, dir dabei zuzugucken gerade, echt. Ich will gerade selbst mitspielen, das ist schlimm. Das mit mir und Mario, das ist schlimm. Da wäre schon wieder ein Yoshi gewesen. Yes! 1 zu 0. Für dich im negativen Sinne? Alter! Ja, ist so! In Super Mario World war ich noch nie gut. Ja, dafür kriegst du auch noch dein Spiel, weißt du? Hab ich das übrigens richtig gesehen? Das war gar keine Yoshi-Coin, da war ein A drauf? Mhm. Dann sind das Arschloch-Coins. Arschloch. Moment, wenn ich das Schloss machen darf, heißt das ja, du kriegst die erste Feder. Boah. Hol dir, drück den Switch. Und das ist... Da wäre ein Stern drin gewesen übrigens in dem Block, aber ist okay. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Yay! Ich brauche keinen Stern. Ich bin der Red Cube. Was bist du? Der Fisch hat mir Angst gemacht. Bitte! Was, da glitscht es. Ja, da glitscht es. Willst du ihn nicht mal langsam besiegen? Alter. Ich will mit dir spielen. Komm, mach mal weg. Jetzt hier rüber spielen. Oh! Der komplette Hintergrund war verglitscht gerade bei mir. Bei dir auch? So, ich werde mir jetzt den Secret Exit holen. Du machst das normale Exit. Ich gehe in die Star Road. Du nicht. Das ist, damit das klar ist. Naja, einer muss ja die Drecksarbeit machen, ne? Und guck mal, Mario has defeated the demented Iggy Cooper, nicht Luigi? Ja. Oh. Irgendwie sieht Luigi gerade auch aus wie Mario. Ja. Kreis. War das jetzt Glück? Klar. Alter, du Lacker! Du kannst in die linke Röhre nochmal rein. Egal. Wollen dich ja nicht, dass du irgendwie in einer Nervenzusammenbruch hier noch. Du holst dir nicht Yoshi. Nee, der bringt mir immer Glück, in jedem Spiel. Ah! Ich mag das Spiel nicht. Sollen wir aufhören? Nee. Na, hallo und herzlich willkommen bei dem super tollen Spiel, wo natürlich Red Cube LP wieder der Beste ist. Ja, ja. Guck mal, da bin ich auch schon wieder. Ja, und ja, ich bin Mario. Schwimm da jetzt gerade her, wir haben gerade die Plätze getauscht. Ich bin jetzt Mario. Ist klar. Und, ja, jetzt versuchen wir die Fische sehen anders aus. Ein bisschen runter, hoch. Genau, das musste ich jetzt machen. Wegen der Aerodynamik. Das auch. Weil... Ohne Yoshi. Ich mag ja Yoshi nicht. Ganz ehrlich, das ist im Freu dich auf Wasserlevel. Im Netplay. Ja. Hatte auch Gründe, ne? Spieler hatte einen Fehler. Der Spieler hatte einen Fehler vor allem. Ja.
Ich hab den Controller, ich hab den in der Hand und denke mir, ah! Der Sound. Der sollte eigentlich springen. Also 100% ist unser Ziel übrigens, also alle Exits. Er ist über die den Abgrund gekommen. Wow. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, kann ich ja auch mal Pro sein, ne? Kann halt nicht immer alles haben, ne? Komm hier, mach mal das. Komm hier. Du bist schon mal ein Stückchen Skill. Weiter als eben, ne? Skill, 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 Skill. Hier, komm, holen wir das Arschloch. Ich mag den nicht. Wieso magst du nicht Yoshi? Jeder mag Yoshi. Ich nicht. Gut. Hau ab, du Mistvieh. Also das nächste Level hat einen Secret Exit, weißt du ja. Ja. Weißt du auch wo? Grünen Schalterballast. Ja, weißt du auch, wo das ist? Ja. Sehr schön. Entschuldigung. Das Hallo ist schon gar nicht mehr drauf. Ich habe zu spät gedrückt. Aber ist okay. Bin ich halt unprofessionell. Guck mal, der Red Cube beginnt den Part. Ich kann meinen Controller auf die Seite legen, kann doch noch mal einen Schluck trinken. Ich muss schon wieder so eine Scheiß-Quest hier machen. Wee, 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 hol erst, ich wollte gerade sagen, hol lieber erst drei Pilze, weil einer wird und ist dann auf einmal weg. Wegen den vielen Sprites. Das war übrigens auch schon auf dem SNES so, dass da ein Pilz einfach verschwindet, wenn du alle vier direkt aktivierst. Okay. Ja. Weil das Spiel so viele Sprites nicht verarbeiten kann. Pling. Continue and shave. Weißt du, schade, dass ich hier erst das Secret Exit mache, weil das normale Exit, das ist so einfach zu bekommen. Mein erster Fail! Yes. Das nur, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich wollte unbedingt den Yoshi füttern. Diesmal drücke ich direkt den Switch. Weil Yoshi kann auch Münzen futtern. Weißt du was? Komm! Na! Komm! Oh, fuck! Nein! Ich hab's im Flug schon gesehen, dass das nicht funktioniert. Scheiße! Ich hol mir gleich Items. Weil da gibt's so einen schönen Glitch, der funktioniert aber auch nicht immer. Also das war pures Glück. Ich würde gern trotzdem da runter. Da fühle ich mich sicherer, wenn ich Boden unter den Füßen habe. Das ist jetzt halt natürlich doof, weil ich jetzt gucken muss, dass ich da irgendwie durchkomme. So. So. Wie findest du eigentlich die Redraw-Version jetzt hier? Ja. So, nee, das Problem ist nämlich jetzt, da unten ist das Secret Exit. So, da komme ich ohne fliegenden Yoshi nicht hin. Aber ich muss dir demnächst mal eine Version zeigen, die ich noch habe. Die ist auch nicht schlecht. So, ich brauche irgendwo Anlauf. Ich muss irgendwo... Jetzt kann ich es eh vergessen. Jetzt kann ich es eh vergessen. So. Drei. Das kommt noch. Denk dran, das ist die Star Road. So, Freunde, ich versuche jetzt meine Schmach vom letzten Mal wieder gut zu machen. Der Red Cube ist auch wieder dabei. Danke. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich will das Leben haben. So. Und dann vergessen zu springen, das wäre so peinlich. Ich frage mich echt, warum du das so umständlich machst mit dem P-Switch. Weißt du warum? Guck mal. Nicht, noch nicht drücken. Noch bloß nicht drücken. Danke. Nein! Oh. Zum Glück hast du da oben noch einen P-Switch, ne? Nee, das hat sie erledigt.
So, ich leg die Controller auf die Seite. Ich hätte... Oh. Ja, genau. Du kannst den Controller wieder nehmen. Ich hab's gesehen. Hab ich da so ein leichtes Lachen im... Nö. Gesehen, gehört? Ja, ja. Star World 2? Mir tut mein Arsch weh. Das hat jetzt jeden interessiert. Dein Rülpser vorhin auch. Ja. Das ist doch schon... Wochen liegt das doch schon zurück. Top-Tipp von Foxy. Wenn du gleich die Shell ausspuckst, dann versuch sie auch wieder zu kriegen. Da kommst du nicht durch. Noch ein kleiner Top-Tipp. Wenn du sie kurz ausspucken und wieder aufnehmen willst, weil du Angst hast, dass er sie komplett ausspuckt, ducken und ausspucken. Jetzt ist er gleich weg. Oh. Aber du hast eine Feder. Geh einfach unten durch. Ja, ich weiß. Ja, ich bin nervig, was das Spiel angeht, ne? Man gewöhnt sich dran. Nach links. Der kommt gleich zurück. Oh. So. Der Swooper verfolgt dich immer noch. Continue and safe. Dann würde ich sagen, war's das, ne? Für heute. Ja, würde ich auch sagen. Also für diese Aufnahmesession und für diesen Part. Wir verabschieden uns und würden sagen, besuchen Wurst. Sie uns nochmal. Und kaufen Sie die gute Wurst bei Amazon. Auf jeden Fall. Wurst! Und zwar nur von dem Verkäufer Boris. McWurst. Boris McLücke. Von der Lücke. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Bin gefallen. Tschüss.